Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 mit eurer Syrah. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Und wir kümmern uns heute um ein paar Portale, damit wir noch ein bisschen weiter leveln und vielleicht ein paar Legendäre abklappern können, damit wir Atem des Todes kriegen und ein paar Erfolge holen können für die Etappe, die wir noch brauchen. Da fehlt ja noch etliches. Wir brauchen ein Rüstungsteil der Stufe 70, das kriegen wir, sobald die beziehungsweise der Schmied auf Level 12 ist, dann hat er auch Sachen für Level 70. Das können wir jetzt direkt machen. Auf Profi habe ich gestellt. Was haben wir hier? Steigert die Ausbildungsstufe. Ah ja, auf 12, da brauchen wir jetzt den Atem des Todes dafür. Erreicht Stufe 70, das dauert noch ein bisschen. Wir haben ja erst Level 60. Tötet Diablo auf 60 oder höher. Auf Schwierigkeit schwer oder höher. Das können wir noch machen. Die Belagerungsbestie können wir machen. Die heißt dasselbe. Stellt einen Ring oder Amulett der Stufe 70 her. Das können wir auch machen, sobald der Juwelier dann Level 12 hat. Und ja, bis aufs Level 70 müsste man eigentlich alles vielleicht in diesen ein, zwei Folgen jetzt machen können. Und ich würde sagen, bevor dass wir die Portale machen, kümmern wir uns jetzt erstmal hier um Diablo. Und um die Belagerungsbrecherbestie aus dem dritten Akt dann noch. Und dann legen wir los mit den Portalen. Und wie man sieht hier, trotz derselben Schwierigkeitsstufe sterben die Trash-Mobs hier deutlich schneller als in dem fünften Akt. Das liegt, wie ich bereits öfters erwähnt habe, einfach daran, dass das ja ein bisschen Unterschied ist. Die Gebiete aus dem fünften Akt haben grundsätzlich stärkere Monster, die auch mehr Leben haben als die anderen Gebiete. Was auch in WoW ja sehr oft zu spüren war, bis das damals dann so ein bisschen angepasst wurde her. Och, jetzt bleibt doch nicht immer stehen. Ja, und aus dem Grund ist das hier ein bisschen einfacher dann wieder. Diese komischen lilanen Dinger, die wo man das sieht, das sind übrigens Portale. Wie man gerade gesehen hat, wenn man dann in das eine reinläuft, wird man dann zu dem anderen, zu dem zweiten dann teleportiert. Ja, das nennt sich übrigens Wurmloch als Fähigkeit, ne? Wie man da oben dann sieht. Das wird als Wurmloch wird das angezeigt. Und wie man auch sieht, der hat jetzt mittlerweile doch immens an Fähigkeiten mit reflektiert Schaden, Gewittersturm. Also das sind vier oder fünf Stück und das wird dann in Stufe Qual und Co. wird das dann, ich weiß jetzt nicht, ob das noch mehr sind oder ob fünf die maximale sind oder vier. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich habe schon, ja, in dieser Schwierigkeit jetzt aktuell schon relativ lange nichts mehr gemacht. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Man kommt ja schließlich auch wieder rein, ne? Oh, meine Herren, jetzt verreckt doch mal, Junge. Ja, diese Meteore, wo diese Einäscherer immer runterschicken, die haben früher auch mal immens Schaden gemacht. Sodass da teilweise, egal wie viel Leben du hattest, irgendwie teilweise die Hälfte von deinem Leben aufgebraucht war. Also es war schon, ja, einiges damals. Aber mittlerweile wurde das so ein bisschen angepasst. Ach, die haben wieder Rückstoß, die Miststücke da. Und Teleporter, natürlich. Wie soll es auch anders da sein? Wie soll es auch anders da sein? Die haben irgendwie jetzt mittlerweile immer Teleporter, damit man auch ja nicht mehr wirklich abhauen kann. Ah. Nee. Jetzt habe ich das Viech wieder an der Backe. Also irgendein Viech hast du meistens immer an der Backe, weil die zu 80% jetzt inzwischen den Teleporter drin haben. Aber wenn ich da zurückdenke an alte Fähigkeiten, wo die manchmal hatten, wie vampirisch oder unverletzliche Diener, das war richtig assi. Boah.
Vor allem, wenn du dann noch schön mit dem Hexendoktor gespielt hast, hattest die ganzen Diener, hattest echt zum Beispiel dann unverletzliche Diener und Horde als Eigenschaft und dann hat das einzigartige Viech hatte ja dann nicht nur 3 oder 4 Diener dann dabei, sondern 7, 8. Und die haben dann womöglich auch noch Illusionist mit dabei gehabt. Und dann hattest du locker mal 30, 40 Monster gegen dich und durftest allerdings nur den Boss angreifen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob bei unverletzliche Diener die Spiegelbilder auch noch unangreifbar waren oder so. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber das Problem einfach war dann, dass dann der Boss, das Bossmonster irgendwie inmitten von 30 Viechern stand und nichts angreifbar war, außer er. Die Viecher natürlich alles außenrum angegriffen haben, nur den Boss nicht und du nicht selbst nicht an den Boss rankamst. Und das war dann so ein typisches Beispiel für einen unbesiegbaren Gegner, wodurch ich dann auch mal hin und wieder mal das Spiel neu gestartet habe. Weil einfach es nicht möglich war, das zu besiegen einfach. Ist so, und schon wieder Teleporter. Diesmal haben sie auch noch die schönen Feuerketten mit bei. Das ist auch so eine super schöne Fähigkeit, Feuerketten. Weil wenn du von diesen Feuerketten berührt wirst, das macht immens Schaden. Und diese Monster haben ganz gerne die Eigenschaft, dass sich einer hinter dich portet, einer vor dich portet und dann stehst du automatisch in diesen Feuerketten drin. Oder sie halten dich am Boden fest und laufen mal schön um dich rum. Während du natürlich auch weiterhin in den Feuerketten stehst, ne? Ist ganz klar. Also Feuerketten ist schon richtig fies. Und die Monster dazu, die haben auch eine recht hohe KI dafür, weil die halt dann ganz, ganz spezielle Verhaltensmuster an den Tag legen, wie dann zum Beispiel um dich rumlaufen. Einer teleportiert sich vor, einer teleportiert sich hinter dich. Die anderen zwei dann links und rechts und dann stehst du inmitten von 2 Feuerketten und dann... Ja, kannst du zusehen, wie dein Leben echt runterrasselt und du überhaupt nicht mehr richtig agieren kannst. Also da hat Blizzard echt schon einige Arbeit geleistet, dass die da dann so eine Intelligenz noch mit eingebaut hat. Das ist echt, ja, nicht ohne. Das ist überhaupt nicht ohne. Also da muss man schon aufpassen. Deswegen, es kommt meistens nicht immer drauf an, was für Fähigkeiten die Feinde haben, sondern auch teilweise in welcher Kombination. Die Kombination ist meistens das, was das so extrem schwer macht. So, jetzt sind wir da. Jetzt erreichen wir gleich Diablo und dann geht der mehr oder weniger vom Hauptspiel finale Kampf los. Nur halt ohne Story. Deswegen, wenn ihr Diablo vielleicht nicht sehen möchtet, sondern erst in der Story, dann empfiehlt sich das vielleicht jetzt vorzuspulen zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht noch ein Portal laufe oder den anderen Boss mache oder ab jetzt vielleicht wegzuschalten und dann einzuschalten, wenn es dann halt heißt, dass wieder die Story dran ist oder euch ist das halt einfach egal und ihr guckt trotzdem weiter. Je nachdem, wie ihr das halt gerne wollt. Aber wir nehmen uns jetzt Diablo vor. Machen dann auch am besten wieder unser Schild. Ja, genau. Bleib erstmal stehen, Junge. Na, so wie man sieht hier, bringt das schon einiges, wenn man hier so ein paar Leichen am Boden postiert. Das hilft schon wirklich immens. Ist er denn schon wieder? Ach komm. Ich finde es halt nur schade, dass der Totenbeschwörer halt für so Einzelbosse nicht wirklich irgendwie was Gutes parat hat. Das finde ich halt so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das ist eher so ein Killer, der sich halt auf ganze Monstergruppen spezialisiert, glaube ich.
könnte ich mir jeweils sehr gut vorstellen. Weil man sieht ja, sobald du nur einen einzelnen Gegner hast, dann hat der echt so seine Problemchen. Ja, genau, jetzt haben wir den Boss da hinten noch nicht weg. Und jetzt kloppen sich natürlich noch vier andere mit... Ja, wunderbar. Wunderbar einfach. Alter, wie lange das braucht, ey. Lange das einfach braucht. Also, dass ich jetzt hier, glaube ich, drauf gehe, glaube ich eher weniger, aber es wird halt eine ganze Weile dauern, bis wir den halt umgehauen haben. Aber es sollte eigentlich trotzdem noch möglich sein. Na, jetzt kommen wieder die Käfige. Da müssen wir wieder weg, sonst kriegen wir wieder aufs Maul. So, das nehmen wir auch noch mit. So, jetzt kriegt er auch wieder aufs Maul. Na, jetzt nimm doch mal. Warum laufe ich denn dahin? Ich brauche doch meine Rüstung. La la la. La 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 la. La 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 la. Ach Mann, jetzt habe ich es wieder. Ja gut, ich habe es nicht gesehen, weil der gnädige Herr Diablo ja zu weit weg war. Aber du fällst sowieso bald um, von daher. Ach gut, die ist down. Ich glaube, den haue ich jetzt auch mal so um und benutze dann die nächsten Leichen für das Original. So, da guckst du, wa? Ja, genau. Stell dich doch da voll rein. Hast recht. Hast recht. Warum auch nicht? Ist eine blöde Idee. Ach ja, und während man zum Beispiel bei normalen Monstern, wenn man da stirbt, sich eigentlich direkt bei den Monstern wieder beleben kann und da weitermachen kann, wo man aufhört, muss man Bossfights zum Beispiel wieder komplett neu machen. Also man muss dann komplett nochmal von vorne anfangen, wenn man hier versagen sollte. Hat einfach den Hintergrund, dass man sich ja in Diablo 2 zum Beispiel immer eigentlich durch die meisten Bosse durchgestorben hat. Also so kenne ich das zum Beispiel noch bei Diablo. Hingegangen, draufgekloppt, so viel wie möglich ist, gestorben, wieder hingelaufen, etc. etc. halt, ne? Und so ist das halt hier nicht. Und ich denke mal, das ist von Blizzard auch so gewollt, dass das nicht so der Fall ist. Was ich auch verstehen kann. Oh, hui, wir haben unseren ersten Atem des Todes bekommen. Den kann man dann direkt benutzen. Oh, guck mal, 19% mehr. Puh. Da sieht man halt jetzt auch wieder den Unterschied, wenn man halt jetzt Rüstung kriegt, die oberhalb von Level 60 sind. Ne? Da kriegt man mal direkt mehr Schaden und Leben als vorher. Und das ist doch schon mal ein Mordsunterschied teilweise. Ja gut, 20% mehr Leben, hallo. 36% mehr Schaden. 3% mehr Leben nehmen wir auch mit. Sehr gut. Also jetzt bekommen wir definitiv auch deutlich mehr Sachen, wo Schaden abwerfen und wo die Werte viel besser sind. Ne? Dem Ding natürlich angepasst. Dem 60er Level natürlich angepasst. Das müsste ich im normalen Ding auf jeden Fall schon haben. Das heißt, das brauche ich jetzt nicht mehr. So, da können wir jetzt direkt den ersten mal eine Stufe aufwerten.
Und wie man sieht, man braucht also nur dieses eine Mal diesen Atem des Todes. Keine zweimal für das Level 12er, sondern für das Alter, für das eine reicht auch schon. So, und jetzt können wir halt einfach mal irgendwas für Stufe 70 machen, damit wir, bling, diesen Erfolg kriegen. Und ich glaube aber, wir haben nur ein Atem des Todes gekriegt, ne? Genau. So, mit dem nächsten Atem des Todes, das gleiche dann nochmal beim Juwelier. Und dann haben wir das auch schon mal fertig. Und jetzt begeben wir uns in den dritten Akt zur Belagerungsbestie und töten die dann auch nochmal. Und da haben wir das zweite. Das zweite muss schon erledigt und dann machen wir, na gut, dann war es das dann erstmal wieder. So. Aber es läuft schon ganz gut. Level 61 Hammer. Die Hälfte vom Level haben wir auch schon wieder fast voll. Es läuft also ganz gut, würde ich sagen. Auch wenn die Bosse ein wenig länger dauern noch. Oh, die Nase juckt. Oh. Auch wenn die Bosse aktuell vielleicht noch ein winzig kleines bisschen länger dauern. Aber das wird schon. Und ich glaube, diese Folge wird auch ein reiner Boss, eine reine Bossfolge sein. Weil wir haben ja jetzt schon sehr lange gebraucht, alleine um Diablo zu killen. Und jetzt kommt noch die Belagerungsbestie dazu. Es könnte sich also doch ein wenig hinziehen. Wobei bei der Belagerungsbestie allerdings, glaube ich, auch Trash-Mobs mit dabei sind, ne? Soweit ich das noch weiß. Das heißt, das könnte vielleicht etwas schneller gehen, weil wir mit unseren Kadaverlanzen arbeiten können. Was natürlich auf jeden Fall gut ist, weil dann gibt es nicht so viel Überlänge. Weil ja, ich kenne durchaus ein paar Leute, die, sag ich mal, ab, ja, 40 Minuten dann doch lieber kürzere Videos hätten. Da kenne ich durchaus den einen oder anderen. Und von daher, ich versuche mich so gut wie es geht an die 20 Minuten zu halten, aber bei Diablo ist das halt immer so ein Ding, wenn man halt sagt, ach ja, man ist schnell durch ein Portal durch und dann kommen da, oder beziehungsweise es sind dann da ein paar Monster, die doch ein bisschen das Leben schwer machen. Und dementsprechend dauert das Ganze dann natürlich länger. Und wir haben jetzt eine Quest bekommen, wo wir einem Leutnant oben das Fernrohr bringen können. Da gab es dann früher allerdings eine ganz interessante Levelmethode, nämlich sich zu Qual 6 zu begeben. Und jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr frühzeitig weg, weil diese blöden Viecher als angegriffen wurden von mir. Es gab da einen ganz tollen Leveltrick damals, wodurch man die Quest einfach angenommen hat, sich mit Level 1, Level 2 und Co. Sich nach Qual 6 begeben hat, unten diese Quest angenommen hat, einfach hier hochgerannt ist, abgegeben hat und fertig. Da hat man dann innerhalb von 1-2 Stunden hat man dann das Höchstlevel erreicht gehabt. Sicherlich ist man ein paar Mal krepiert, bis man wahrscheinlich oben ankam, ist ganz klar. Aber in den meisten Fällen war man schnell genug oben, bevor dass dieser Miniboss da erschienen ist. Dann hat man einfach die Quest abgegeben. Ob man danach gestorben ist, war egal, weil man hat sich dann einfach aus dem aktuellen Spiel ausgeloggt, hat sich neu eingeloggt, hat sich in das Gebiet eingeloggt, geguckt, ob diese Quest vorhanden ist. Wenn ja, hat man sie gemacht. Wenn nicht, hat man sich einfach wieder ausgeloggt und nochmal geguckt. Und das halt so oft man Bock hatte. Irgendwann hat Blizzard das wohl gemerkt und hat sich gedacht, nee, Leute, so nett. Ja, und seitdem kann man die Quest erst abgeben, wenn man die Monster dort besiegt hat, die durch diese Quest erscheinen. Damit war dann diese Levelmethode echt für den Arsch. Aber gut, die braucht man heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr, weil wenn man, sag ich mal, einen auf Level 70 hat, beziehungsweise man hat die Kane-Rüstung und es gibt ja noch eine zweite kleine Rüstung, wo man EP kriegt, die zieht man an und dann ist man auch sehr schnell oben. Und wenn man dann zum Beispiel noch einen
ein schönes, gutes Schwert oder eine ähnliche andere Waffe hat mit Sockel, die man zum Beispiel den Skarabäus geben kann, den man aus einem Portal als Edelstein bekommt, dann hat man für diese Waffe keine Stufenanforderung mehr und dementsprechend kann dann diese extrem heftige Waffe, die kann dann ein Level 1 ertragen und dann kannst du dementsprechend schon mit dem irgendwie durch Qual 3, 4 durchmarschieren und da gibt es dann natürlich auch nochmal verhältnismäßig extrem viel mehr EP. Und wenn dich dann, sag ich mal, noch einen guten Freund vielleicht mitnimmt, wodurch ihr dann durch einen Gruppenbonus, glaube ich, noch ein bisschen mehr EP kriegt. Und wenn ihr dann in das höchste Qual-Level marschiert, das für eure Klasse da gerade freigeschaltet ist, und dann hagelt das dann natürlich EP ohne Ende. Dann gibt es dann zum Beispiel noch, dass ihr die Leorics Krone vielleicht benutzt, wo ja den Edelstein verstärkt, der drinne gesockelt ist. Und wenn ihr da zum Beispiel einen EP-Stein reinsetzt, also einen großen roten Stein, und dann kriegt ihr da auch nochmal immens viel EP für. Und solche Kleinigkeiten halt einfach. Und wenn ihr vielleicht noch die ein oder andere Rüstung noch verzaubert, dass ihr da auch nochmal EP von Monstern kriegt, dann fetzt das auch nochmal mehr. Und wenn ihr so eine vorbereitete Rüstung schon habt und dann seid ihr innerhalb von nicht mal einer Stunde dann auf Level 70, wenn ihr das alles berücksichtigt. So habe ich nämlich damals, wo ich mit meiner Schwester noch regelmäßig gezockt habe, haben wir das nämlich so gemacht und haben uns dann da gegenseitig dann hochgelevelt. Und deswegen habe ich ja hier auf meinem EU-Server eigentlich auch ja die meisten 70er rumfliegen. So wurde das da halt gemacht. Und das müsste eigentlich sogar auch noch funktionieren bisher immer noch. Von daher ist das alles kein Problem. Und ja, da liegt halt der Hauptcontent, sag ich mal, nicht auf dem Leveln, sondern eher, ja, dass du danach dann halt deine Sets und deine Rüstung und das zusammensuchst. Dass du vielleicht diese ganzen Features machst, die da ab Level 70 möglich sind, wie das große Nephalem-Portal zum Beispiel oder die Herausforderungsportale, die es ja jetzt neuerdings auch gibt. Also für mich neuerdings, ne? Ich weiß nicht, wie lange es die jetzt schon gibt im Spiel. Aber dank Ruckeln und so habe ich ja sehr oft nicht gespielt, weil es ist einfach scheiße, wenn du so ein schönes Spiel hast. Drehst alles auf die niedrigste Qualitätsstufe runter und kannst trotzdem nicht gescheit spielen, weil es einfach nach 10 Minuten schon ruckelt ohne Ende. Da macht das Spiel einfach keinen Spaß. Und da ist es egal, was für ein Spiel es einfach ist. Und ich habe halt in dieser Zeit halt auch viel verpasst. Ich habe etliche Seasons schon verpasst. Dementsprechend auch etliche Belohnungen, wahrscheinlich etliche Haustiere, etliche Flügel und was es da nicht noch so alles gibt. Ja, das habe ich alles verpasst, und aber jetzt kann ich wieder spielen. Juhu. Und jetzt müsste den nächsten Monat dann die nächste Season starten. Und da bin ich dann auch schon ganz gespannt. Aber es ist wahrscheinlich sowieso immer das... Was war das denn? Es war sowieso immer das Gleiche. Von daher... Lass mich doch mal in Ruhe. Es ist eigentlich immer dasselbe. Leveln, Erfolge... Es sind ganz, ganz gerne auch noch immer dieselben Erfolge. Und mehr ist das nicht. Ah, die haben diese Belagerungsbrecher-Bestie, haben die auch genervt. Der hat früher immer viel, viel schneller zugeschlagen. Der hat früher immer viel schneller zugeschlagen. Da war teilweise so schnell, da konntest du teilweise überhaupt nicht drauf reagieren und so schnell weglaufen, wie der da zugeschlagen hat. Ach, das betäubt. Wie cool. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, komm, bringt mir hier schön noch ein paar Ads, dass ich dem die Stacheln davon reinwürgen kann. Sehr schön. Passt. Oh, legendäre Armschienen. Da sage ich natürlich auch nicht nein zu. So, den haben wir auch gekillt.
Jetzt haben wir alles, was wir an Bossen brauchen. Dann geht's jetzt in der nächsten Folge natürlich los mit den Portalen. Und wir schauen jetzt aber erst noch nach unseren Rüstungen. Und wie man sieht, es läuft, ne? Gut, da haben wir, glaube ich, schon was. Nee? Ist aber ein scheiß Wert. Nein, was machst du denn? Ich wollte das eigentlich nicht. So, jetzt schauen wir mal, was das für schöne Rüstungen sind. Lakuni-Schleiche. Naja, so begeistert sind die jetzt nicht, ne? Giftfertigkeiten verursachen 16% mehr Schaden. Das ist jetzt zum Beispiel wieder etwas, wo es sich dann lohnt, wenn sowas kommt, die Fähigkeiten auf Gift zum Beispiel umzustellen, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt zum Beispiel angelegt habe, dann macht zum Beispiel das hier, wie viel waren es? 16% mehr Schaden. Dann haben wir noch die Angriffsgeschwindigkeit, ist erhöht, Widerstand gegen Schadensarten, Vitalität, 12% Bewegungsgeschwindigkeit. Na, vielleicht sollte ich das doch mal schauen. Aber wisst ihr was, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich habe eh schon wieder so ein bisschen Überlänge. Wir machen in der nächsten Folge dann unsere Portale, schauen nach der Rüstung. Aber was ich jetzt noch mache, ist auf jeden Fall das da. Und das da und das da. So, und wir schauen mal in der nächsten Folge, ob wir vielleicht diese schicken Armschienen nicht doch etwas verbessern können. Weil 16% mehr Schaden von diesen Knochenstacheln, das klingt doch in erster Linie mal eigentlich recht gut. Genauso wie die Angriffsgeschwindigkeit und die Bewegungsgeschwindigkeit. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was reißen, da gucken wir dann die nächste Folge mal. Also dann, wir sehen uns, ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.